kommen wir jetzt zur Betak, zur indischen Kniebeuge. Und die indische Kniebeuge ist eigentlich immer schon eine Basic-Übung gewesen in meinem Programm. Und seitdem ich sie gelernt habe, war sie eigentlich ein Favorite von mir. Aber einige Leute hatten damit Probleme, haben gemeint, ja, die Knie. Viele Leute haben auch darüber gelesen, dass es nicht gut sein soll für die Knie. Und ich bekomme immer wieder diese Frage gestellt, sind Betaks eigentlich nicht schädlich für die Knie? Und ich würde sagen, hängt immer davon ab, wie man sie ausführt. Wenn man sie richtig ausführt, ist es eine hervorragende Mobilitätsübung für die Knie. Eine Kräftigung der Oberschenkel auf jeden Fall, weil die Beine sehr intensiv trainiert werden. Und auch eine gute Ausdauerübung. Von daher, ich persönlich benutze sie regelmäßig, auch mit leichten Erschwerungen, mit leichten Sandsäcken, was ihr nachher noch sehen werdet. Und habe eigentlich nie Probleme. Wenn man ein Problem hat, klar, lässt man die Übung weg, macht eine andere Übung. Wir haben genug Variationen, von daher, niemand ist gezwungen, alles zu machen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee von dem Ganzen. Nehmt das, was euch gut tut und zwingt euren Körper nicht dazu, irgendwas zu machen, was er nicht machen will. Von daher, kommen wir jetzt zur indischen Kniebeuge. Die indische Kniebeuge ist ein bisschen anders. Während ihr bei der normalen Kniebeuge das Gewicht hauptsächlich auf den Fersen hattet, habt ihr das Gewicht jetzt auf den Fußballen, hauptsächlich auf den Fußballen. Das heißt, wenn ihr in die Hocke geht, kommen die Knie nach vorne. Die Knie kommen nach vorne und das Gewicht geht auf die Fußballen. Entscheidend hierbei ist, dass ihr euch nicht einfach in die Hocke absacken lasst, sondern dass ihr kontrolliert nach unten geht. Denn der menschliche Körper ist sehr, sehr intelligent. Wenn ihr das Gewicht auf die Fußballen verlagert und in die Hocke kommt und dabei Balance haltet, spannen sich automatisch die Wadenmuskeln an. Ihr sorgt dafür, dass sich auch noch die hinteren Oberschenkel ein bisschen anspannen. Und dadurch habt ihr wie so ein Kissen von beiden Seiten, das eure Knie stabil hält und schützt. Ich werde euch zeigen, was ich meine. Ihr seid hier und ihr kommt in die Hocke und während ihr runtergeht, pressen die Fußballen in den Boden. Die Haltung ist gerade, Brust ist draußen, Schultern sind unten. Und hier ist die Spannung. Ich komme nach oben. Entscheidend ist, dass ihr wirklich den Ball in den Boden presst. Ihr macht nicht sowas hier. Seht ihr? Meine Struktur kollabiert nicht, sondern meine Struktur bleibt. Meine Brust ist geöffnet, meine Schulter ist unten, meine Spannung im Körper ist vorhanden. Und jetzt gehe ich in die Hocke und ich ziehe mich bewusst, je nachdem wie viele Wiederholungen ich plane. Wenn ich viele Wiederholungen plane, mache ich es ein bisschen geringer. Wenn ich weniger Wiederholungen plane, dann ziehe ich mich richtig kräftig mit den hinteren Oberschenkel in die Hocke. Das heißt, ich mache quasi einen umgedrehten Klimmzug. Ich bin hier. Ich ziehe mich quasi nach unten, presse mit meiner Körperkraft den Ball in den Boden, baue dabei hier und hier eine Spannung auf und diese Spannung hält mein Gelenk, schützt mein Gelenk. Das ist die Idee von der indischen Kniebeuge, von den Betaks. Ganz wichtig, die Hände sind mehr oder weniger dafür da, Schwung zu holen. Das heißt, wenn ihr hier seid, ihr atmet aus. Seht ihr, der Körper geht nach unten. Wenn ihr nach oben kommt, öffnet ihr euch, atmet ein. Kommt wieder nach unten. Das ist wie so eine Art, wie ein kleiner Rhythmus, den ihr aufbaut und den ihr die ganze Zeit haltet. Das heißt, ihr seid hier. Das ist eine runde Bewegung. Eine runde Bewegung. Ein bisschen Ähnlichkeit mit den Dance. Natürlich anders von der Struktur, aber auch da ist wieder dieses runde Muster. Hilft euch auf jeden Fall, wenn ihr viele Wiederholungen ausführt, dass ihr wirklich in so einen Rhythmus kommt, in so eine Art leichte Trance, wo ihr wirklich andauernd die Übung ausführt, ohne zu denken, sondern wirklich zu 100% da seid und in euch seid und wirklich im Moment seid und die Übung ausführt. Ganz wichtig, wie gesagt, Haltung. Ganz wichtig, wie bei der Basiskniebeuge auch, eure Knie gehen niemals nach innen, eure Knie gehen niemals nach außen. Auch hier wieder, öffnet eure Fußzehen, presst den Ballen. Der Ballen besteht nicht nur aus dem großen Zeh, der Ballen besteht aus
aus dem ganzen Fuß, presst den Ball in den Boden und öffnet euch und führt die Bewegung kontrolliert aus, mit dem Rhythmus, mit der richtigen Atmung, ausatmen, wenn ihr nach unten kommt, einatmen, wenn ihr nach oben kommt und achtet auf eine perfekte Haltung aller Gelenke. Ihr wollt immer nirgendwo verkrampft und verdreht sein und dann ist die Übung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vorteil oder Unterschied zur Basiskniebeuge ist, dass ihr bei der Basiskniebeuge mehr den unteren Rücken trainiert, was Kraft und was Beweglichkeit betrifft, und bei der BTAG wird mehr die Oberschenkel trainiert und die Beweglichkeit in den Knien forciert. Von daher mag ich beides, auch als Mobility Training mag ich beides. Das eine eher für die Knie, das andere eher für den unteren Rücken bzw. die Hüftgelenke.